Moin moin, und da leben wir wieder. Yeah. Das sieht wertvoll aus. Mir ist an so gut. Ja. Ja, noch. So. Wir haben die Tür versperrt. Sollten wir vielleicht ein paar Ladungen verwenden? Nicht nötig. So, bleib mal bitte zurück. Erst da. Und wo geht's jetzt zu dieser Frostlegion-Umwandlungskammer? Information der Asche-Legion zufolge geht es an den Panzerbund und an all den Leuten von der Oberherrschaft. Mal Autotext jetzt. Guck mal, die 50 Gegner mal hier aufs Also es könnten mal ein paar mehr Leute diese Panzerwege ja besetzen, ne? Ah, jetzt kommt ein paar, okay. Ja. Erstmal ein bisschen den Fahrweg räumen. Da war ein Katapult.
Au. Oh. Irgendwo noch ein Brumm-Brumm. Nix Brumm-Brumm. Der Nebelschildgenerator ist auch gleich weg. Ja. Jo, das machen wir. Bam. Oh, wir sind geil. Oh, wir sind so geil. Wir sind die Tollsten. Wir sind die Coolsten. Woran merkt man, dass wir alt sind? Wir hören Marianne Berg oder so. Wie heißt sie? Ich nicht. Wer weiß, wer ist das? Keine Ahnung. Ob Marianne Rosenberg zu unserer Jugendzeit auch die hieß. Ja, genau so heißt sie. Der Burner war. Also jedenfalls zu Ulus und meiner. Und Inanna, glaube ich, auch. Bin ich schon tot eigentlich? Nee. War schon tot? Ich glaube, die ist schon tot. Ich hab die noch nie gesehen. Achso. Marianne Rosenberg? Genau. Die ist, glaube ich, nicht tot. Aber wer war an der Zeit? Also ich sag mal so, hier, von wann ist das? 1977 sah die ja noch ganz knackig aus. Ja, da war ich auch noch. Das ist jetzt aber. Ja, war ich noch richtig. Ein bisschen her. Ich glaube, das war kurz vor der Einschulung bei mir. Ja, da war ich auch noch knackig. 1977, ne, da. Das dauert noch 10 Jahre. Es ist kein Eis, es ist etwas anderes. Schneller! 10 Jahre später war ich schon in der Ausbildung. Ja, 87 also, hätte ich schon gelernt. 10 Jahre später brauchten die noch 11 Jahre, bevor sie sich überlegt haben, was mit mir passieren soll. Ja. Der Unfall war erst später. Hallo? Was soll das denn jetzt heißen? Ich bin ein Wundspitze. Ja. Mama, und so. Ja, Mama, wolltest du eigentlich über einen Sohn oder eine Tochter? Eigentlich wollte ich mir nur die Schuhe zu binden. Ja, ja. Ja, jetzt mal CC. Au. Ich weiß nicht, welches Feld bei mir CC machen. Ich drücke einfach alle. Ja. Willkommen bei meiner Taktik. Aber bei dir machen es wirklich relativ viele. 4, 5. Ich drücke ja auch alles. Ja, aber es läuft doch. Aber irgendwie fliege ich die ganze Zeit durch die Gegend. Das ist echt, also bei mir nicht, ich liege. Aber ich stehe auch wieder. Einfach mal gespielt.
spielen. Wenn wir nicht diese wichtigen Hinweise hätten, was würden wir tun? Ja, noch mehr sterben. Das ist eine gute Ansage vom Chef. Der Prozess muss funktionieren, ohne dass geklärt ist, was es der sein soll. Vor dem WVW, da haben wir ganz viele Leute erklärt, dass die anderen ja 10 mehr sind und wir deswegen keine Chance haben. Und ich habe die immer nur gesehen, der Gegner kommt und sie sind sofort tot. Ja. Und dann hast du natürlich in deiner Charmantheit gesagt, dass sie alle scheiße sind und besser spielen würden. Ja. Und dass der eigentliche Heal-Skill Dodgen heißt, gerade am Anfang. Einfach mal dodgen und nicht in der Fullbomb stehen bleiben und darauf hoffen, dass irgendwie man das überlebt. Ich habe das ausgemacht, weil das nervt mich, wenn ich ein Jumping-Puzzle mache, da springe ich dann immer runter, deswegen habe ich das ausgemacht. Mit dodgen? Oder, ja. Das braucht man doch nicht. Du meinst doppelten Tastendruck aus, ja, das ist ja normal, das und das V. Ich, immer wenn ich springe, dann komme ich aus Versehen zwischendurch mit dem Daumen. Ja, was hast du für große Finger? Ganz ehrlich, du hast Dodgen ausgemacht. Ich brauch das nicht. Ich hab das aus, weil ich Alter, auch R. Alter. Das benutze ich oft. Ja, das benutze ich ja dauernd. Dodgen? Ja, klar. Ja, ständig. Eigentlich, Das ist doch die Überlebstaste schlechthin. Mehr wie jeder Heal, mehr wie alles. Außer Aegis. Und wie willst du ein Dieb spielen ohne Dodge? Ne? Wo drauf steht, wenn du Dodge, machst du mehr Schaden. Ein Scharfschütze ohne Ausweichen. Ach so! Ich mein, Scharfschütze wird Richtung Feinde. Oder den neuen Wiedergänger, wenn er dodgt. Ja. Mhm. Ach, also ja, verarscht ist das. Ich wollte gerade sagen, der trollt euch schon. Und wir kriegen keinen Haar. Oh weia, oh weia. Aber Ola, hast du schon gesehen? Das ist kein Azura hier, ne? Hast du es gesehen? Nein, ich hab ihn noch gar nicht gesehen. Oder mal gucken, was er denn mit mir. Das ist Lana. Die steht in mir. Kein Azura. Kein Azura. Ja, Mensch. Ja. Auch ich werde irgendwann neu erwachsen. Wird auch der einzige Charakter bei. Ich werde es immer anbieten, Tribo. Ganz frisch gebaut. Dein erster Legro. Nee, der ist schon älter. Aber trotzdem. Ja? Du hast ein pro Klasse, ne? Ja, den Nekros so habe ich, glaube ich, sogar zwei. Okay. Aber sonst habe ich nur so einen. Ja. Weil, weiß ich nicht, mit den Legi-Rüstungen und jetzt mit den Legi-Runen und mit dem ganzen Scheiß, da brauche ich sowieso nicht mehr als eine Klasse. Also, ja, als ja, ja. Von jedem. Ich brauche ja mal schon drei Builds nur für WVW. Ja gut, das habe ich selten. Ja, und dann, wenn du dann noch irgendwie bisschen dazu packen willst, dann wird schon haarig. Einige Klassen. Jo. Ach, wo ist denn jetzt hier der Scheiß? Wann kommen sie denn die beiden Süßen? Jetzt kommt es auf. Da ist er.
Haufen. Au. Ja, au, au. Oh, jetzt bin ich ganz tot. Wo bist du denn? Ja, nicht beim Kommandeur. Ja, erkenne den Fehler. Na, du solltest ja jetzt gleich wieder stehen. Ja, danke, danke, danke. Ja, gerne. Weiß nicht, was ich gegessen habe, aber alles, was mir vor die Fresse kommt, wird runtergeschnubbelt. Oh, wie viel Event brauchst du denn überhaupt noch? Guck ich gleich mal nach, wenn wir hier. Okay, wir sind jetzt weg. Passt auf die Klippe auf! Ja, da geht's tief hinab. Hier im zweiten Einsatz. Ja. Das waren bisher nur 8 Events, 20 müssen es ja werden. Fühlte sich wirklich mehr an. Ja, wenn du das eigentlich von Anfang an machst, also die ganze Map von unten, ja, dann ist sie schnell voll. So schnell voll, weil da diese 10 oder 12 Päppchen kommen. Ja, genau, die kommen ja auch noch dazu, genau. Ja, und die hauen natürlich, das ist jeder ist ein Event. Ne? Das haut natürlich rein. Hier oben. Ja, ja, hier oben hast du vielleicht abstürzen. Das kann sein, ja. Wunderbar, viele Gegner. Heilen tut mein heißes Gegner nicht, ne? Hä? Heilen tut diese Heilflasche ja nicht. Nee, dafür ist sie auch nicht gedacht. Also, du hast ja eher noch mehr Schaden dadurch, dass du dir 25 Stack gibst, ne? Ja, ich krieg ja irgendwie weniger Leben oder so. Genau, genau. Gleich ist er gebrochen, gebrochen. Ja, ich bin auch DPS, ne?
Alter. Oh. Yeah! Yeah! Und die Besten. So, wieder unsichtbar machen, das Ding. Gucken wir mal, wie viele Schlüssel da sind. Endlich wieder 7 Otter. Wenn sie auftauchen, werden wir sie auch töten. Wieder so eine scheiß Jumaklaue. Was kann ich damit machen? Also so ein Eiszapfen. Ja, wenn du davon ganz, ganz viel hast, dann kannst du dir eine Fusion bauen für nur 20.000. Ja, und ein paar tausend Ektos. 10.000 Ektos lassen wir. Und was kann ich damit machen? Was machen die? Ja, die macht dich hübsch. Dann leuchtest du bunt. Siehst du aus wie Joma. Nicht in der Form. Also die ist gar nicht so uncool, die Info. Also ist schon schön, aber ist halt echt teuer. Das sieht wertvoll aus. Kann man die eigentlich droppen? Oder kann man die nur kaufen? Kann man nur bauen. Tja. Also für die ersten 500, wenn du es einmal trinkst, bekommst du übrigens einen Erfolg. Also einmal so ein Ding bauen. Dann kriegst du einen Erfolg. Okay, das war's dann, Schlüssel. Und danach musst du halt noch 499 weitere bauen. Man kann nie zu viele Schätze haben. Hab ich gesehen, dass... Hier tatsächlich Beherrschungspunkt fehlt. Welcher? Der ist hier ziemlich in der Nähe. Ich habe markiert, aber den seht ihr natürlich jetzt nicht, weil Einsatztrupp. Norden, Süden, Westen, Osten? Etwas südwestlich von hier. Ziemlich nah. An dem blauen Brühe direkt so unten, oder wie? Ja, ob da eine Truhe ist, weiß ich nicht. Irgendwo unten. Du siehst doch, was Blaues auf der Karte. Ach, ja, da, bei dem Ding. Ja, in diesem Fluss. Ja, den, genau. Ja, du musst ja gucken, bei dem Eisfluss. Wie weit unten ist der? Observiert wirst von dem Ding, blauen Zeug. Ja. Genau, das Eis ist tödlich. Ja. Das merke ich, aber ich habe den Punkt bekommen. Das reicht mir. Wo müssen wir denn jetzt hin für Champions? Nee, so einfach geht das nicht. Nee. Weil ich auch schnell, wo geht's denn mal schnell zu den Champions? Ja. Jetzt bin ich enttäuscht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao, ciao.